Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte heute gerne über den DSDS-Auftritt von Jill Lange sprechen. Und für alle, die das noch nicht mitbekommen haben, es gab wohl ein bisschen Beef mit Dieter, beziehungsweise Jill wurde so hart kritisiert, dass sie sich dazu nur unter Tränen äußern konnte, wie dieses Casting für sie gelaufen ist. Für diejenigen, die nicht so vertraut sind mit Jill, sie ist bekannt durch Dating-Formate und nun wagt sie den Versuch, ihre Leidenschaft vor der DSDS-Jury zu präsentieren. Und leider ging dieser Versuch eben nach hinten los und Jill wurde von Dieter Bohlen eben sehr scharf kritisiert. Wir wissen zwar alle, wie Bohlen tickt, aber come on, wir haben 2023 und das ging eindeutig zu weit. Erstmal ein paar Infos zu dieser Folge. Die ist noch nicht im TV zu sehen. Die Folge wird erst am 25. ausgestrahlt, also am Mittwoch. Allerdings kann man die Folge schon bei TV Now ansehen, falls ihr Interesse habt. Erstmal ein paar Infos zu Jill. Diejenigen, die sie verfolgen, wissen es vielleicht schon. Es ist mir bei Are You The One schon aufgefallen, dass sie angesprochen hat, sie hätte eine schwierige Vergangenheit gehabt. Insbesondere ihre Kindheit war sehr schwer. Und sie hatte da erwähnt, sie sei nicht bei ihren Eltern aufgewachsen, soweit ich weiß, sondern bei ihrer Tante oder ähnlichem und war auch in Heimen. Und generell hatte sie dementsprechend eher einen steinigen Lebensweg hinter sich. Was natürlich hier besonders wichtig ist, denn Dieter kritisiert ja häufig nach dem Prinzip hast du was, bist du was, hast du nix, bist du nix. Und er reduziert das eben auch komplett auf ihre Persönlichkeit, auf ihre Person, nicht nur auf ihr Gesangstalent. Also generell, sie hatte eher eine schwere Kindheit, aber bei dem DSDS-Interview vorher sagt sie, sie sei eben daraus gewachsen. Für Jill selbst ist Musik natürlich irgendwo eine Herzensangelegenheit, denn sie sagt selbst, es sei ein Ventil für sie, um sich fallen lassen zu können und auch Emotionen zu zeigen. Als Jill reinkommt, um vor der Jury zu singen, gibt es natürlich vorher mal so ein kleines Gespräch und Katja identifiziert Jill direkt als eine Bad Bee und Jill erwidert eben, dass Katja genauso sei wie sie selbst. Und da frage ich mich schon, ist das vielleicht Dieters Problem? Dass er irgendwie nicht mit Frauen umgehen kann, die ihr Ding machen und sich nicht von ihm einschüchtern lassen. Aber das nur so am Rande. Im Gespräch vor ihrem Singen fragte Dieter sie eben, wieso sie bei diesen Sendungen mitgemacht hat. Also Are You The One und X on the Beach. Da sagte er irgendwas in die Richtung von wegen, ja, hast du es für Fame gemacht oder Kohle? Und Jill erwiderte, dass sie nach dem Abitur Abenteuer leben wollte und ja, prinzipiell alles wollte. Abenteuer, Kohle und Fame. Das ist ja ihre Sache, das kann sie ja gerne so machen. Und wenn man da den Clip ansieht, ich kann hier leider aus rechtlichen Gründen keine Videos zeigen, aber wenn ihr euch das später anguckt, dann sieht man schon, dass nach diesem Wortaustausch Jill sich schon sehr unwohl fühlt. Also ihre Reaktion scheint so zu sein, dass sie ein bisschen überrumpelt ist, da sie sich jetzt so rechtfertigen muss. Ich denke, damit hat sie absolut nicht gerechnet, dass er so gegen sie fiebert. Und da fragt Dieter auch schon ziemlich frech, von wegen, ich zitiere, hast du auch irgendetwas Normales gemacht irgendwie? Oder hast du nur Abitur und dich dann nudeln lassen? Also ja, in dieser Szene gibt es dann auch einen Cut, wo man Katjas Reaktion sieht und dass sie dann schon zu Dieter rüberguckt. Das kann natürlich aber so geschnitten sein, dass es so aussieht, als würde zu ihm rübergucken. Wir wissen natürlich nicht, wie es ist. Der SDS ist dafür bekannt, dass sie manchmal Szenen so schneiden, dass es anders rüberkommt, als es tatsächlich war. Oder auch Gespräche vielleicht länger waren, als sie uns ausgestrahlt wurden. Wie dem auch sei, man sieht schon, dass es Jill sehr unangenehm ist, dass sie sich so rechtfertigen muss. Und was auch verständlich ist. Interessant ist auch, dass ihr Freund dazu geholt wird, der Lars. Und Pietro schon ziemlich frech fragt, wie er das denn so findet, wie er damit umgeht. Von wegen, wie kommst du denn damit klar, was total komisch ist. Da hat sogar Katja reagiert so, ja, was ist denn schon dran? Was ist das denn für eine Frage? Wie soll er denn damit klarkommen? Ich habe das Gefühl, die setzen sich alle so über sie, als hätten die nie was Schlimmes gemacht. Oder, also wisst ihr, was ich meine? Total komisch, dass das bei ihr so gemacht wird. Jedenfalls haben die alle ja so ein bisschen auf sie reingeschlagen, sage ich mal, reingeprügelt, alles rausgelassen und nach den ganzen Rechtfertigungen von Jill, fand ich am besten, dass Dieter sagt, Zitat, ich kann dazu nichts sagen, ich gucke mir den Schrott nicht an. Interessant aber, dass er sie dann so kritisieren kann und eine negative und absolut angespannte Stimmung erzeugt, dafür reicht dann seine Kenntnis oder wie? Also dann, da kennt er sich schon gut genug oder was, wenn er diese Sendung nicht guckt, woher will er es denn wissen? Also wieso wird sie denn anhand davon bewertet? Er hat sie noch nicht mal singen hören. Und was ich auch komisch finde, Jill bringt ja eigentlich alles mit, was sie ja suchen. Also die suchen ja nach Leuten, die aussehen wie sie. Das muss man dazu auch ganz klar sagen, aber dazu kommen wir gleich. Gehen wir weiter mit der Sendung mit, und zwar die Bewertung. Ich möchte jetzt nicht vorwegnehmen, ob sie weiterkommt oder nicht, also wie die Entscheidung dementsprechend ausfällt. Aber dennoch möchte ich was zur Bewertung sagen. Dieter sagt nämlich zu ihr, dass sie niemals DS gewinnen würde.
und dass sie nur leichte Songs singen könnte. Und eben mit normalen Songs, in Anführungsstrichen, wäre sie direkt überfordert. Aber dazu muss ich ganz klar sagen, er weiß ja genau, dass besonders heutzutage Talent eher zweitrangig ist. Wir haben so viele Leute in den Charts, die wirklich sehr, naja, die Songs sind jetzt nicht unbedingt die besten, weil sie nicht die besten Sänger sind, aber sie arbeiten mit den richtigen Leuten zusammen. Und das ist schon so ein bisschen grenzwürdig. Schauen wir uns mal TikTok und Co. an. Da sind so viele Leute, die einen Durchbruch haben, nicht weil sie die besten Sänger sind, sondern weil sie dranbleiben. Und das finde ich schon sehr verdächtig, dass er da bei ihr so ein bisschen den Frust rauslässt. Und es ist ja nicht so, als hätten da jetzt immer die besten Sänger teilgenommen und sind da weitergekommen, was total Bullshit ist. Denken wir mal bitte zurück an 2014 oder wann das war, mit Tanja Tischewitsch. Wenn man sie auf Google sucht, dann steht da Sängerin. Sie ist gar keine Sängerin. Sie ist nur weitergekommen, weil K1 sie toll fand. Und das war's auch schon. Singen konnte sie auch nicht. Das finde ich halt das Komische. Und jetzt wird das Jill so zum Verhängnis gemacht, obwohl Tanja konnte gar nicht singen und ist trotzdem weitergekommen. Naja, das einzig Positive, was da war, ist, dass Katja später gesagt hat, sie würde Jill feiern und sie kenne sie aus dem Trash-TV und dass Bad Bees sich immer supporten sollen, beziehungsweise Bad Bees supporten andere Bad Bees, immerhin. Kommen wir mal zu Jills Aussagen. Sie hat die folgenden Storys dazu hochgeladen. Wer was gehabt? Ja. Wie kommst du damit klar? Oh, ich bin ja kein Schiebesser, so. Ja, vor allem damit klarkommen, als wäre das voll was Schlimmes. Ja. Ey. Was war der Grund, dass ihr beiden in solche... So Leute, sorry für mein Gesicht, ich bin die ganze Zeit am Heulen. Ich wollte kurz was zu DSDS sagen. Ich bin da hingegangen als Jill, nicht als Reality-TV-Sternchen, nicht als Kandidatin von Ivy One oder von Ex on the Beach. Ich habe gesagt, von Anfang an, beim ersten Casting habe ich gesagt, ich möchte ganz normal behandelt werden. Ich möchte keine Vorteile und ich möchte auch weiterkommen, weil ich eine gute Stimme habe und nicht, weil ich ein bisschen Fame habe und die Quote pushe. Das habe ich von Anfang an gesagt, das wäre meine Voraussetzung, daran teilzunehmen, ohne dass ich dafür bezahlt werde. Normalerweise wird man für solche Shows bezahlt, wenn man einen bestimmten Bekanntheitsgrad hat. Musik ist meine Leidenschaft. Ich bin nicht die beste Sängerin, auf gar keinen Fall, aber es hat mir immer sehr viel gegeben und deswegen bin ich da hingegangen, einfach um zu singen. Und dass ich dann von Anfang an so einen Stempel auferlegt bekomme und so dargestellt werde, ist für mich einfach ein Schlag ins Gesicht. Weil ich finde das unmenschlich. Ich finde das wirklich unmenschlich, weil darum geht's nicht. Darum geht's nicht. Ich wollte, dass man mich als Jill kennenlernt. Ich habe mich super darüber gefreut, dass ich eine andere Seite von mir zeigen konnte. Und die Chance wurde mir nicht gegeben, weil der Vorspann von den Ausschnitten, von den Shows, war größer als alles andere. Dann habe ich, der erste Song habe ich Hotel von Celine gesungen, war richtig gut, haben die rausgeschnitten, haben die komplett rausgecuttet. Leonies Song wollte ich als drittes singen. Eigentlich singt man die dritten Songs fast nie, musste ich dann trotzdem singen und genau das schneiden die rein, weil es nicht so gut war. Dann zu Dieter Bohlen. Ich bin absolut kritikfähig. Ne? Sag mir, dass ich nicht singen kann. Sag mir, dass ich mich anhöre wie eine heulende Hyäne. Damit kann ich umgehen. Aber Dieter ist persönlich geworden und da wurde nicht alles gezeigt. Das muss ich hier auch einfach mal sagen, weil das sind Sachen, die gehen nicht. Dieter hat mich beleidigt. Ich bin reingegangen mit Lars. Also Lars ist dazugekommen. Und das Erste, was er dann gefragt hat, ist, mit wie vielen Leuten habt ihr geschlafen? Bodycount. Dann hat er noch die Frage gestellt, nur in der Show oder auch außerhalb? Solche Aussagen getätigt, die, wo ich mir denke, wie kannst du so sein zu den Menschen, den du nicht kennst? Ich bin irgendwann richtig sauer geworden und habe auch extrem gekontert, habe gesagt, so Dieter, ich bin hier, du kannst gerne meinen Gesang beurteilen, aber du musst nicht meinen Lebensstil oder meine persönliche Sache beurteilen. Ich habe gesagt, also Dieter hat gesagt zu Angel, was willst du denn später machen? Willst du mit 40 noch studieren? Willst du Putzfrau werden? Und solche Sachen. Willst du dich noch mit 30 durch die Gegend bumsen? Sowas hat er gesagt. In solchen Momenten zweifle ich einfach so komplett an die Menschheit, weil das sind Menschen, die ihr da darstellt. Das sind Menschen, die haben Gefühle. Denkt nicht nur an die Age-Quoten und an die Aufmerksamkeit, Mann. Das sind Menschen. Und noch eine Sache, der hat ja auch so gesagt, so von wegen, du hast nur Abitur gemacht, was hast du danach gemacht, außer dich durchnudeln lassen?
Nur Abitur, nur Abitur. Guck mal, es gibt Leute, denen fällt der Hauptschulabschluss schwer, weil die einfach keine schönen Voraussetzungen haben, weil die den Rückhalt nicht haben, weil die vielleicht in einer, weiß ich nicht, in einer Scheißsituation sind. Niemand kann sich erlauben, darüber zu urteilen. Dieter Bohlen weiß nicht, was in meiner Abiturzeit war. Und das war nämlich die Zeit, wo ich im Heim war. Ich war im Heim, bin dann auch noch umgezogen in eine eigene Wohnung und hatte es alles andere als einfach. Und Abitur war für mich, ich war stolz drauf, für mich war das toll. Und wieso muss man das so runterschrauben? Warum? Deswegen urteile nicht, bevor du die Person nicht kennst und die Hintergründe. Und deswegen finde ich generell das Schulsystem auch ganz schlimm, weil man sieht am Ende nur das Zeugnis mit dem Abschluss draufstehen. Du weißt aber nicht, welche Geschichte dahinter steckt. Du weißt nicht, warum diese Person nur einen Realschulabschluss geschafft hat. Boah, scheiße. Du weißt nicht, warum die Person das Abitur zum Beispiel abgebrochen hat. Und du weißt nicht, warum die Person das Abitur zum Beispiel abgebrochen hat. Du weißt es nicht. Deswegen urteil nicht. Vor allem nicht im TV. Es ist nicht nur Abitur. Für mich war das nicht nur Abitur. Für mich war das ein Riesenschritt, weil ich das geschafft habe. Obwohl ich es halt absolut nicht leicht hatte in der Zeit. Und ich habe ein gutes Abitur gemacht. Alter. Ich fühle mich nicht angegriffen, aber ich finde das generell schlimm. Das ist auf die Allgemeinheit bezogen, dass man auch bezüglich des Schulabschlusses. Guck mal, ich hab bestimmt 6-mal oder 7-mal die Schule gewechselt, weil es einfach in meiner Familie nicht immer leicht war und ich oft umgezogen bin. Und für mich war diese ganze Laufbahn einfach ein einziger Kampf. Und dann Erfolg so runterzubuttern oder so unterm geminderten Licht zu stellen, ist unmenschlich. Das ist einfach unmenschlich. Und was ich mit meinem Leben mache, ist doch meine Sache. Der ist weder mein Vater noch mein Opa. So, das muss ich doch wissen. Und jetzt gerade bin ich glücklich, so wie es ist. Ich bin glücklich, dass ich euch, meine Community, dass ich euch so ein bisschen was mitgeben kann, inspirieren kann. Und das macht mir gerade einfach Spaß. Ich bin jung. Ich habe mein Abitur. Ich kann immer noch jederzeit ein Studium anfangen. So, abgesehen davon, ich brauche mich gar nicht rechtfertigen. Aber das ist einfach so eine Sache, die... Das muss jeder für sich selber wissen. Und jeder sollte das machen, was einen glücklich macht. Und Leute, guckt nicht zu krass in die Zukunft, weil ihr wisst nicht, ob ihr nächste Woche noch lebt. Und wenn ihr dann immer nur was für die Zukunft tut, vergesst ihr zu leben. Und wenn ihr dann auf einmal todkrank seid, dann merkt ihr erstmal, okay, ich habe eigentlich die ganze Zeit was für meine Zukunft getan, die ich vielleicht gar nicht habe. Wisst ihr, was ich meine? Denkt auch ein bisschen daran. Das ist so mein Glaubensansatz und ich bin damit richtig glücklich. Also meine Meinung zu dem Thema ist, dass es mir so vorkommt, als würde Jill herausgepickt worden sein, um sie direkt fertig zu machen irgendwie. Denn sind wir mal ehrlich, sie bringt, wie ich schon gesagt habe, wirklich alles mit, was in der Show gesucht wird. Sie ist jung, attraktiv, sehr sympathisch und auch wenn der Gesang nicht reicht. Wie gesagt, für Tanja Tyszewicz und wahrscheinlich ein paar andere Kandidaten, die mir gerade nicht einfallen, hat es ja gereicht. Das ist schon wirklich sehr krass und generell kamen so viele Leute inzwischen weiter, wo man so dachte, ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Und bei Jill wird das dann so gehandhabt? Weiß ich nicht, finde ich schon so ein bisschen verdächtig, finde ich auch wirklich nicht cool und ich finde es auch sehr traurig, dass man da so drauf rumreitet, auf Dingen, die sie getan hat und was sie tut. Das ist ja, sie kann ja machen, was sie will. Das muss jetzt nicht jeder toll finden, aber das hat nichts mit ihr zu tun. Also sie ist privat ja ein anderer Mensch. Das sollte man auch nicht vergessen. Und Dieter Bohlen tut ja auch so, als wäre er ein Unschuldslamm. Also sind wir mal ehrlich, da sind ja schon so einige Skandale bei Kandidaten rausgekommen und Co. Hier weiß man ja schon, was auf einen zukommt wenigstens. Daher wird es ja wahrscheinlich keine, illegale Substanzkritik geben oder ähnliches. Kann man natürlich nie wissen, aber ich finde das schon sehr krass. Und ich finde es auch furchtbar, wie mit ihr umgegangen wurde. Ich kann auch sehr verstehen, dass sie sich das so zu Herzen nimmt und dann so emotional reagiert darauf. Aber Gott sei Dank gibt es auch viel positiven Zuspruch für sie, den sie in ihren Storys gezeigt hat. Und wir wissen auch einfach alle, dass sie es schaffen wird und sie nicht die Erste wäre, die von Influencerin zur Musikerin wird. Ja, was denkt ihr über das Thema, falls ihr das schon gesehen habt? Wie fandet ihr diesen Auftritt? Was denkt ihr über ihre Gesangszukunft, ihre Gesangskarriere? Und wie findet ihr Dieters Verhalten? Falls ihr es noch nicht gesehen habt, habt ihr Mittwoch die Chance. An der Stelle bedanke ich mich fürs Zuhören und auf Wiederhören.